Ich bin fast versucht, auch nochmal zum Blei zu gehen. Aber 3000 sollte echt reichen. Also, Zink. Ich gehe mal in die Richtung von dem. Das war nicht die Richtung von dem. Ich wollte eigentlich in Richtung von dem Bleivorkommen gehen und hoffen, dass da noch andere Ressourcen in dem Maße sind. Mal hier irgendwo, ne? Da ist Zinn. Ein Feld Eisen. Viel zu viele Könige. Da ist Zink. Aber nur so ein Mini-Fitzelding. Was bist du? Blei? Nee, da haben wir gerade was Besseres gefunden. Ah, 2600 Zink. Hey, 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 hey. Okay. Wo war jetzt das Blei? Oh, eine neue Basis. Wo kommt ihr denn her? Weg, 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 bevor ihr irgendwas hier anfangen könnt. Ernsthaft, wo war das Blei? Ah, hier? Ja, doch ganz schön weit weg. Irgendwas, was näher dran ist? Wahrscheinlich nicht. Okay, mach. Geh mal her. Boah. Ja, Bau Stromleitung durch den Wald. Das ist eine super Beschäftigung an einem Sonntagabend. Und heute ist gar nicht Sonntag. Egal, du da. Einfach durch irgendwo hin. Da. Wo war jetzt Zink? Ich habe doch auch Zink gefunden, nicht Zinn, ne? Ich denke schon. Da. Na, das ist bedrohlich nah da unten dran. Da glaube ich, töte euch mal, nur um sicher zu gehen. Mhm. Oh, 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 oh. Ja. Wo sind meine... Ich habe keine Kapsel mehr. Also die Slowdown-Kapseln. Mag ich ja doch ganz gerne. Spawner-Tod, Spawner-Tod. Spawner-Tod, ich fast tot. Autosave, danke. Und ich glaube, ich lock die mal zu meinem Turm. Also den oberen Turm. Die sind fast weiter weg als die anderen Türme. Nee, so. Also 5 Magazine. Weg. 4 Magazine. Die Sprung sieht nicht gut aus. Grüner Regen. Ein schönes Gegenheim. Nein. Zwei Schimmel werde ich nichts bringen, ne? Na, wobei, ich könnte sie hinstellen. Und selber draufschießen. So als kleine Ergänzung. Wird nicht schaden. Zwei Magazine. So, alle Leichen einsammeln, Türme wieder einsammeln. Und jetzt das Ding ansetzen. Sollte jetzt da okay sein. So, du da. Irgendwo hier hin. Du Drill. Da drauf, du das dahin. Du Speed. Wie sind das? 2400.
Ja. Okay, also wir haben Blei, sehr, sehr viel. Wir haben Zink, ordentlich viel. Aber das wird auch recht schnell weggehen. Vor allem, wenn ich die Fabriken vergesse abzuklemmen. Aber das ist schon mal gut. Das heißt, was fehlt uns jetzt noch? Rubber wird momentan nicht so viel produziert. Das heißt, eventuell müsste ich den Schmelzöfen für Rubber anders einstellen, schneller einstellen oder was auch immer. Und vielleicht noch eine dritte Baumfabrik. Also Baumfarm. Das ist ein bisschen komisch, mir vorkommt. Na gut, muss ich schauen. 1200, ja, ist gleich fertig. Schön, schön. Oh, hallo. Nein, nicht Snipergewehr. Nur so eine gute Beschäftigung, bis die Tools fertig sind. Mit stumpfer Schrotflintenmunition Königinnen töten. Um an Eier zu kommen, die wir gar nicht mehr so wirklich brauchen, weil wir die Science Packs, die Linnen aus den Artefakten, die wir in den zerstörten Basen bekommen, wesentlich einfacher bekommen können. Oh ja, wie gesagt, Zeitvertreib und die würden so oder so hier die ganze Zeit rumlungern, was ein bisschen doof ist. Aber ich glaube, die spawnen nicht. Ich weiß nicht genau, wie da die Mechanik ist. Irgendwann stehen sie einfach nur rum, wenn man zu weit wegläuft, aber die sind noch da. Was? Was? Machst du hier? Mitnehmen. Wie viel ist. Achso, Strom. Hä? Achso, du bist leer. Okay, mit. Das war nicht gut. Aber ist mir jetzt einerlei. Wir haben das Ding. Ab nach Hause. Und Munition herstellen. Das heißt, wir müssen das grüne Ärmchen dann nochmal umstellen. Das ist auch. Ah, ganz schön viel Tinten. Direkt für meine Haustür, mir ist nicht aufgefallen. Ich glaube, er hat definitiv irgendwas geändert mit dem Patch. Ja, na gut. Also nach Hause, die ganzen Sachen reinschmeißen, dann den Sechsattel vorbereiten und ein bisschen Feintuning machen. Also gerade was nicht unbedingt sowas angeht, aber gerade was jetzt Kupfer angeht und dergleichen. Wobei, ich sehe 1600 Kupferdraht, das ist gut. Ich sehe nur noch 81.000 Eisenerz. Das ist nicht gut. Und ich sehe immer noch kein Kupfererz. So, du... Mach mal hier ein bisschen davon zuerst. Du auch ein bisschen davon zuerst. Danach bekommst du lauter Mischmasch. Okay, also ich sollte jetzt nach und nach die Ressourcen kriegen, die ich haben will. Genau, her damit. Und ihr seid MK2, das machen wir mal zu MK3. Und bam. Sehr schön, also. Stimmt, Tungsten habe ich rausgenommen gehabt. Tungsten. 500. Kommt. Gut. Leichen. Weg. Holz. Weg. So. Rubber. Es hängt echt am Rubber. Was ist mit dir? Oh, du bist noch eine... Ja. Das könnte es erklären. Wusch. Sollte dicken schneller gehen, ne? Ich stelle mal höher. Du hattest irgendeinen Filter, dass du nur arbeitest, wenn wir mehr als 50 im System haben. Das ist okay. Zack. Gut. Also ich muss nicht noch eine Farm bauen. Es hing nur wirklich daran, dass hier noch einer Blast Furnace drin war mit total doofen Modulen und das passt dann schon. Stahl wird gerade gar nicht hergestellt, weil wir genug haben. Das ist sehr schön. Eisenerz wird richtig schnell weniger. Da müsste ich eigentlich jetzt hochhuschen, das mit dem Roboport machen. Bauen wir 10 davon. Und guck mal, ob du irgendwo zufällig schnelle Roboter klauen kannst. Stell die einfach irgendwo hier hin und mach Richtung Austaster. Immer in Kreisen. Und wenn ich so 50 Stück beisammen habe, dann kann ich das machen. Wie viel habe ich? 25, Mist.
So, Rest behalten, umbauen. Ist aber nur die langsame, kann das sein? Oh, hier ist eine gute Stelle. Einfach gedrückt halten. Einfach gedrückt halten. Achso, das ist die Eisenkiste. Ja, ist klar, dass eine gute Stelle ist. So, 49. Kommt fast alle raus. So, 49 Stück und Roboports. Lauf nach oben. Stell das da oben um. Ja, hier sind sehr viele Bäume, die abgebaut werden können. Ist alles gut. Also, hoch, 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 hoch. Da arbeitet nämlich nur noch der eine Sechser-Drill. Habe ich ja schon fast gedacht. Du dreh dich. Mach. Kiste. Mit Eisen, Silber und Kupfer. Dann machst du hier draus das. Mach das alles weg. So, 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 so. So. Du hättest gerne Eisen, Kupfer, Silber war's. Und zwar mehr. Hä? Warum ist die Requester Chest begrenzt? Das ist nicht gut. Begrenzung aufheben. Shift rechts, Shift links, 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 Shift links. So, ich brauche noch ein Roboport. Hier, hier und wahrscheinlich hier. Damit wir genug Aufladekapazität auch haben. Und hier wollte ich Roboter. Go, 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 go. Sehr schön. Das hier baue ich alles ab. Weg, 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 weg. Und so werden unsere zukünftigen Außenposten aussehen. Einfach nur noch ein oder zwei Sechser-Drills, die direkt die Kisten befüllen und die Roboter machen den Rest. Ich hoffe mal, das geht sich auch einigermaßen auf. Wenn der Zug gleich wegfährt, müsste ich das einmal testen. Also ich lasse den Zug dann wegfahren, entladen, wieder herkommen und gucke dann, ob die Roboter es geschafft haben, die Kisten weit genug zu füllen, dass der Zug komplett befüllt wird, bevor er wieder losfährt. Also nicht jetzt, sondern das nächste Mal. Das wäre der Plan. Ja, gelbe Kisten klappen nicht. Ne? So, du produzierst nicht schnell genug. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber du bist nicht schnell genug, Sechser-Drill. Und die sind auch noch nicht voll. Okay, das ist ein Haken. Ja. Also wir brauchen definitiv mehr Sechser-Drills. Einmal... Ja, für jeden Außenposten, auch für den Kupfer-Außenposten dann. Also, krass. Aber sollte auf jeden Fall schon mal helfen, das jetzt aufzufangen. Der Außenposten läuft jetzt so lange, bis das Feld alle ist und das sind noch 278.000. Also eine ganze Weile. Er läuft nicht ganz so schnell, wie er früher lief, als ich noch alles von Hand eingestellt habe, aber er läuft. Und das ist für mich das Wichtigste. Also, geh nach Hause. Sack dein ganzes Rubber ein. Sollten wir direkt von der Fabrik holen. Und dann arbeiten wir einfach weiter dran, die hier zu bauen. Ich könnte eigentlich jetzt schon mehr davon bauen. Wir brauchen insgesamt 3 Fünfer für einen Sechser. Wir brauchen insgesamt 4 Sechser oder so. Ganz einfach. Oh, hallo Zug. Nicht mehr überfahren. Okay. So, da muss ich hin. Hier. Ja, sieht doch schon gut aus. So. Ich habe nicht genug blaue Chips. Okay. Mach mal 200 daraus. Gut, gut. Aber das dauert auch wirklich noch eine ganze Weile, bis ich den nächsten Sechser-Drill habe. Was mache ich also in den nächsten Folgen? Sag mal her. Eisen sollte für 10 Folgen also noch okay sein. Kupfer checke ich nicht. Ich habe oben das Kupferding hingesetzt. Was? Was? Okay. Problem. Definitives Problem. Das Feld ist weg. Okay, bin ein bisschen baff.
baue Dinge. Habe ich so lange rumgealbert? Oder war da so wenig drin? Also ja, hier ist wieder ein Feld, aber das wird nichts reißen. Setz das mal da drauf. Mal eine Stromverbindung nach da drüber. So. Tu das alles hier in eine Kiste. Mars und Lulu, wie viel ist da drin? 31.000 und Gold. Und dann machst du bitte einen Roboport. Dahin wird es da abgeholt. Das ist eine super Notfalllösung. Und ist total hässlich und irgendwas wird zerstört. Achso, das da. Ja. Und meine neu gebauten Construction Bots können hier derweil schon mal den Wald zerstören. So. Okay. Also, ich muss nächste Folge auf jeden Fall da oben das Kupferfeld wegmachen. Wir bauen also hier die Schienen nach oben, machen hier einen Knick rein, klauen uns von der Hauptbasis erstmal die Bahn, damit wir sie hier neu setzen können, um zu gucken, wo die Kisten hinkommen. Und dann brauchen wir wieder schnelle Roboter. Wofür wieder blaue Chips verballern, die wir eigentlich bräuchten für die Mine Drills. Und wir machen die Basis mit einem 5er Drill und einem 4er Drill. Die dürften eigentlich sogar schneller sein als der 6er. Das könnte also hinhauen. Ja, bis gleich.